Hallo und herzlich willkommen. Hier sitzen wir wieder zu zweit und bringen euch die neue M-Games ins Haus. Juhu. Oder in den Computer oder im Smartphone oder wo auch immer ihr uns gerade zuschaut. In den Urlaub. In den Urlaub, genau. Auf Corona aufpassen. Ja, auch testen lassen und Social Distancing und so. Also genau wie wir. Genau wie wir. Genau. Also wir sind, ja, es geht gerade noch. Wir sind ja auch brav und gehen jetzt nicht nach Mallorca oder irgendwo anders hin, wo es gerade wieder ein bisschen steigt. Nee. Sondern bleiben hier im Büro und beziehungsweise im Homeoffice und machen für euch ein Heft nach dem anderen. Es geht Schlag auf Schlag Richtung Ende des Jahres zu und hoffentlich auch bald zum Release der neuen Konsolen. Und das ist auch eine wunderbare Überleitung, die habe ich mir jetzt gar nicht ausgedacht und gar nicht konstruiert, zum neuen Heft. Da geht es nämlich hier um die Spielezukunft der Xbox, so haben wir es genannt, weil nämlich Microsoft vor ein paar Wochen auch mal so ein bisschen die Hosen runtergelassen hat, im Sinne von, was passiert eigentlich mit den internen Studios, was haben die so in Entwicklung und auf was dürfen sich die Leute zum Start der Konsole freuen. Und da ist dann leider rausgekommen am Schluss, sie dürfen sich auf nichts freuen. Also auf den darf man sich nicht freuen. Auf den darf man sich zum Start leider nicht freuen. Aber fangen wir von vorne an, wir kommen dann zu dem Thema gleich noch. Und ja, was haben wir denn sonst noch drauf? Wir haben sonst noch auch Far Cry 6 zum Beispiel, wo sich ja viele Menschen drauf freuen. Was man, also das kommt ja doch sehr regelmäßig, aber irgendwie mögen es die Leute und kaufen es. Und deswegen kommen immer mehr und dann kaufen es die Leute. Das ist ein Teufelskreis. Irgendwie schon. Ja, dann haben wir... Also ich bin nach Far Cry 2 ausgestiegen. Nee, ich teste ja alle seit Far Cry 3, bis auf die Ableger. Aber ich könnte auch mal eine längere Pause vertragen. Aber gut. Aber jetzt bekommst du immerhin was Neues mit dem Startszenario. Ja, toll. Das ist ja... Uhu. Gut. Ja. Was haben wir noch? Wir haben Mafia Definitive Edition, ein kleines Preview. Die kommt Ende September kommt die. Ja, freue ich mich sehr drauf, weil auf PC war das erste Mafia damals genial. Und die Neubearbeitung sieht auch sehr aufwendig aus und da bin ich schon sehr gespannt. Ja, hoffentlich auch. Siehst du jetzt eigentlich, dass ich quasi wie ein Frosch oder wie eine Fliege, ich kann wahrscheinlich jetzt auch gerade, könnte an der Wand entlang laufen. Und euch von der Decke begrüßen, weil ich habe jetzt hier hinten, ich kann wie ein Zauberkünstler diese Ausgabe einfach so mit meiner Hand. Was komisch ist, weil du ja nicht schwitzt. Ich schwitze eigentlich nicht, genau. Von daher ist es umso erstaunlicher, dass das funktioniert. Toll. Aber das nur am Rande. Wir haben auch noch eine Retrospektive zur PlayStation Vita drin. Lange angekündigt. Jetzt endlich im Heft. Ja. Sie war schon längere Zeit fertig, aber aufgrund von aktuellen Ereignissen mussten wir den Artikel immer wieder mal von einer zur nächsten Ausgabe schieben. Nun ist endlich der Artikel im Heft. Genau. Was wir auch noch lange geschoben haben, war das Thank You for Playing Spezial, wo es einfach um Spieleenden geht. Also was ist ein gutes Ende, wann gab es denn die ersten Enden, was für unterschiedliche Endenarten gibt es eigentlich. Und ich habe dann auch mal in der Redaktion hier rumgefragt, was denn die Leute selber so von einem guten Ende halten, also was ist eins ihrer Lieblingsenden, was geht gar nicht und ist, glaube ich, eine ganz unterhaltsame Reportage draus geworden. Ich finde schon, ja. Michael redet über Sex. Ja, so kennen wir den Michael. Ja. ja, und das letzte Thema, was wir auf dem Cover noch haben, ist der Test eines LG OLED-Fernsehers, der auch von LG so ein bisschen für Gamer entwickelt wurde, oder sie versuchen es zumindest in diese Richtung zu vermarkten, weil nämlich das ein TV ist, oder der erste OLED-TV, der nur 48 Zoll groß ist. Sprich, er ist kleiner als alle bisher erhältlichen OLED-TVs und davon erhoffen sie sich jetzt irgendwie, dass sie eher mal in das Spielezimmer von Herrn oder Frau sowieso einziehen können. Eben Gamer wollen doch eher große, möglichst nicht. Ja, du hast ja auch nicht den Platz. Nein, weil ich habe keinen Platz. Ja, genau, also für Leute, die eben nicht den Platz haben für 55 Zoll, 65 Zoll oder noch größer, darauf zielt dieser TV ab.
Und wir haben ihn natürlich auch mal unter den Gaming-Aspekten unter die Lupe genommen. Jo. Plus einen Querverweis, weil die Audiovision, unsere Schwesterzeitschrift, die hat in dem parallel erscheinenden Heft auch den Test des Fernsehers drin. Das bekommt er bei uns auch zu lesen, quasi einen Auszug aus diesem Test der Audiovision plus was kann der Fernseher in Sachen Gaming. Genau. Gucken wir mal schnell rein. Dann gucken wir einfach mal rein. Wir können ja hier mal auf den gucken, der sich dann leider kurz vor Redaktionsschluss verschoben hat, auf den Masterchef. Musste dann noch in letzter Minute viel umgeschrieben werden. Ja, also aus der Ferne leider von mir auch. Ich war derjenige, der den Artikel geschrieben hat und dann, kurz vor knapp musste ich dann noch eine Nachtschicht einlegen und den nochmal umschreiben. Also ich lag schön an der Nordsee. Ja, vielen Dank. Vielen Dank dafür. Ja, ich war auch der Idiot, der dir das genehmigt hat, dass du während des Redaktionsschlusses auch Urlaub haben darfst. Tja. Sonst hätte ich einfach zu dir gesagt, komm, du bist doch auch so ein Halo-Fan. Ja, doch. Man kennt Tobias als Halo-Fan. Als großen Halo-Verfechter. Schreib doch du den Artikel nochmal neu. In einer Nachtschicht. Aber so musste ich dran glauben. Ja, so ist es halt. Schade für uns alle irgendwie. Ich habe mich drauf gefreut, zur Xbox Series X auch dann ein neues Halo zu spielen, obwohl das in der ersten Präsentation jetzt nicht so geil aussah grafisch, aber zumindest der Inhalt für mich jetzt, was ich gesehen habe, die Gefechte, die Dynamik, die abgeht, der Ring im Hintergrund, wenn man sich umdreht und so weiter, das hat schon sehr viel Atmosphäre erzeugt für meinen Geschmack, weil ich bin seit dem ersten Halo ja dabei und mag die Serie und ja, ich hätte mich drauf gefreut, aber so muss ich jetzt leider warten. Ja. Und du auch. Auch noch warten wirst du müssen auf Fable, was wir im Heft haben, auf Forza Motorsport, auf Everwild. Ja, ja. Auf Stalker müssen wir warten. Auf Stalker 2 müssen wir warten, auf State of Decay 3 müssen wir warten. Ihr müsst drauf warten, aber ihr könnt trotzdem drüber lesen. Ist das nicht schön? Das ist gut, ja. Ja, ich blätter hier einfach mal durch, damit ihr so ein bisschen seht, wie wir das aufbereitet haben. Balan Wonderworlds, das wurde ja überraschend noch aus dem Hut gezaubert. Könnte ganz nett werden. Genau, jede Menge Spiele, genau, die man sich noch freuen kann. Und wir haben dann am Ende nochmal einen kleinen Vergleich gestartet. Genau. Also was man jetzt halt schon sagen kann natürlich. Hier. Genau, wie die PS5 und die Xbox Series X jetzt aufgestellt sind, so in Sachen. Welche Exklusivtitel sind angekündigt? Wie sieht das Startline-Up aus? Welche Konsole ist mächtiger von der Technik her? Welche bietet den besten Komfort, den besten Service? Genau. Was kann der Controller? Genau. Genau. Das ist einfach so der aktuelle Überblick über das Konsolenrennen zwischen den beiden. Genau. Ja, aber das ist ja nicht das Einzige, was im Heft ist. Wir haben natürlich einen aktuellen Teil, wo wir Lego Super Mario zum Beispiel vorstellen. Genau, das wollte ich auch sagen. Ja, ich komme dir zuvor. Der Verlagsgründer himself hat sich um die Lego Super Mario Sachen gekümmert. Er gerissen, würde ich fast gerissen, sagen. Ja. Genau. Er ist nämlich ein Lego-Fan-Sammler. Kam extra aus dem Urlaub hier in die Redaktion gestürmt und hat die Pakete an sich genommen. Genau, und fleißig gebastelt. Ja. Und war sehr erstaunt, wie komplex das alles ist. Also auch so mit der App, die man da braucht und so Geschichten. Und ihr findet hier eigentlich alles, um dann zu wissen, ist das was für euch oder euren Nachwuchs oder auch nicht. Genau. Genau. Und blättern wir mal ein bisschen weiter. Hier ist der Test des OLED-Fernsehers, den ich schon erwähnt habe, von LG. Hier kommen wir nur mal so die erste Doppelseite von dem Spiele-Enten-Special. Mal schauen. Ja, hier Avengers. Ja. Haben wir uns auch nochmal zur Brust genommen, oder beziehungsweise du und der Steffen. Genau. Ich habe übrigens noch was, vielleicht findest du das, was ich noch verbessert habe an eurem Artikel. Das ist nur eine Kleinigkeit. An euren Namen. Oh, ja, das ist schön. Gell? Das ist schön. Das ist mir dann kurz vor Schluss noch eingefallen. Vielleicht entdeckt ihr das ja auch. Ja. Auf jeden Fall gab es ein Streitgespräch zwischen Tobias und Steffen. Und einer findet es eher nicht so prickelnd, der andere findet es, ja, könnte schon passen.
Und wer ist, das werdet ihr dann in diesem Heft lesen. Der Büro-Beef, finde ich so schön. Genau. Ach ja, Sony hat ja auch noch ein paar Spiele gezeigt. Die haben sich da nicht so auf die PS5 konzentriert, aber die haben wir dann trotzdem alle noch ans Heft bekommen. Genau. Dann hier kurzer Blick auf die PlayStation Vita Retrospektive. Genau, der Testteil ist, wie das nun mal so ist im Sommer, naturgemäß etwas kleiner. Den können wir springen, genau. Wir haben eine Nuss-Episode wieder drin im Heft. Wer Nuss nicht kennt, sind nie umgesetzte Spielhallenschlager. Und dafür ist auch der Download-Teil schön. Unter anderem mit Crisis Remastered, mit Super Hot Mind Control Delete. Mit Carry On. Ja. Mit Pistol Whip. Fall Guys, das ist ja momentan in aller Munde. Mit einem sehr schönen Namen Panzer Paladin. Also das ist wirklich ein toller Name, muss man echt sagen. Das ist ein schönes Pixelspiel, kam auch sehr gut weg im Test. Ja, und dann am Schluss haben wir noch was Besonderes. Wir haben ein Urgestein der Videospielentwicklung im Gespräch, die Carol Shaw. Und wie ihr vielleicht erkennt an dem Layout hier, die hat damals River Raid programmiert. Darfst du das überhaupt schon sagen, den Namen? Ich darf das natürlich sagen. Mittlerweile. Ja. River Raid darf ich sagen. Ja. Mittlerweile geht's. Mittlerweile darf man River Raid wieder sagen, genau. Sehr interessantes Interview. Sie hat mehr oder weniger so gut wie nie Interviews gegeben und das ist wirklich ein. Ja, wir sind glücklich, dass wir da die Chance hatten, das Interview zu bekommen. Und es ist auch, wie ich finde, sehr interessant und auf jeden Fall eine geschichtsträchtige Person. Das ist sehr schön geworden, ja. Genau. Und zum Abschluss haben wir noch was zum Gucken für euch. Club Nendoroid. Genau. Das sind die Funko-Pop-Figuren in schön. Ja, die sündhaft teuren Zusammenbaufiguren von, wie heißt die nochmal, Good Smile, einem japanischen, auf einem asiatischen Hersteller, sag ich mal so. Die kosten, glaube ich, echt so 40 Euro das Stück, Minimum. Und der gute Steffen hat da mal die interessantesten rausgesucht und erklärt euch auch zum Beispiel, was da so in der Packung eigentlich alles drin ist und wo ihr drauf achten müsst, wenn ihr das online kauft. Nämlich, es gibt sehr viele Fälschungen. Ja. Aber die Figuren, muss ich echt sagen, die sind wirklich schön. Die sind cool, ja. Aber also der Preis hat mich bisher nur abgeschreckt. Oh. Ja, Schönheit hat seinen Preis. Schönheit hat seinen Preis. Kostet diesen Monat 5,50 Euro. Das kaufe ich doch. Ja, genau. Ja. Weil das ist schön. Das kann man überall mit hinnehmen. Spiegelt nicht. Ja. Und wenn ihr es gleich kauft, dann kriegt ihr auch gleich eine. Weil für zwei müsst ihr dann auch zweimal. Genau. Ihr könnt allerdings natürlich optional auch ein Abo erwerben. Mhm. Und dann bekommt ihr zum Beispiel sowas hier drauf. Ich blätter das gleich mal auf. Ein Rundum-Cover zum Mafia Definitive Edition. Gar nicht schlecht, Oliver. Und was ist mit dem Messerset? Welchem Messerset? Ach, was noch dazu ist mit dem Messerset. Ja, das ist leider aus. Ach, schade. Der Ticker ist ja, den seht ihr da oben, der ist runtergelaufen, da waren nur noch so und so viele Exemplare vorhanden. Es ist leider aus. Aber Abos haben wir noch genug. Ihr könnt jederzeit abschließen und uns unterstützen, dass wir auch nächsten Monat wieder hier sitzen. Genau. Genau. Das war's. Das war's eigentlich von uns. Jetzt brauchen wir nur noch den Kamerajungen. Der muss dann irgendwann auf Pause drücken. Ist der überhaupt? Das macht er nicht. Macht er nicht? Nee. Warum macht er das nicht? Der hört uns nicht, der Kamerajunge. Kamerajunge! Ah. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Ja, jetzt kommt er. Er ist. Was hast du als Ausrede, Kamerajunge? Ich habe gearbeitet. Ach, du hast gearbeitet. Und was haben wir hier gemacht? Weiß ich nicht.